Ist das heiß, Henry, ja? Ist ja ein Wahnsinn. Ja, herzlich willkommen, liebe Wir in Bayern-Zuschauer. Wir haben heute Tipps für heiße Tage, speziell für Hunde wie den Henry. Wadenwickel helfen sowieso. Also die helfen bei Menschen und sowas gibt es analog natürlich auch für Hunde, wenn man beispielsweise unterwegs ist im heißen Auto, im Sommer, auf dem Weg in Urlaub oder einfach bei der Sommerparty seinem Hund was Gutes tun will. Und wir werden es jetzt kurz demonstrieren, der Henry und ich. Also alles, was man dafür braucht, sind kleine Handtücher. Dann kaltes Wasser natürlich, kriegt man unterwegs an der Autobahn. Dann tränkt man das dementsprechend und dann wird es, ja gut, ein bisschen auswringen, um die Pfoten geben, Henry, jetzt pass auf, so. Und das kühlt nicht nur den Henry ab, sondern auch alle anderen Hunde, die im Auto schwitzen. Und das geht natürlich an allen vier Pfoten, also wenn man ein bisschen Geduld hat und der Hund da mitspielt, aber das wird er in der Regel tatsächlich tun, weil ihm eben heiß ist. Und sie können ja eigentlich nur über ihre Zunge so ein bisschen den Temperaturausgleich machen. Ist das gerade fürs Auto was sehr, sehr Feines. Henry, jetzt ist es nicht mehr so heiß, oder? Also einfach mal ausprobieren und dann steht einem gelungenen Sommer eigentlich nichts mehr im Weg. Viel Spaß und bis bald. Servus. Oh, so kalte Pfote.